Herr Abgeordneter Stadler, viele Skiunfälle hat es in diesem Winter gegeben, unter anderem Angela Merkel und Maria Fecke hat es erwischt. Nun waren auch Sie Skifahrer und hatten einen Unfall. Können Sie uns den Hergang dieses Unfalls genau erläutern? Es war im Skigebiet Lackenhof am Ötscher, wo ich mit meiner Familie Skifahren war und wo ich allerdings zum ersten Mal einen Helm getragen habe. Zum ersten Mal einen Skihelm durch das schreckliche Unfallereignis des Michael Schumacher gewarnt, ermahnt von meiner Frau und durchaus mit einer gewissen Fügung, sodass ich bei dem Unfall, wo ich einfach mit so viel Tempo in einen Schneehügel geraten bin, der von einer künstlichen Beschneiungsanlage stammte, den ich einfach übersehen hatte, bei einem relativ leichten Hang, dann einen wirklich schweren Sturz erlitten habe und durch diesen Helm eigentlich schwere Kopfverletzungen vermeiden konnte. Insoweit hatte ich wirklich einen Schutzengel dabei. Und dann ist praktisch nur die Schulter verletzt worden. Und dort sind allerdings die Bänder alle gerissen zwischen Schlüsselbein und dem nächsten Bein. Ich bin kein Mediziner, ich kann das nicht genau erklären. Und musste daher operiert werden. Und was wurde genau operiert? Viele haben sich gefragt, was für eine Arm- oder Handverletzung sie sich zugezogen haben. Aber es ging ja um die Schulter. Es ist die Schulter, ja. Es wurden zwischen das Schlüsselbein und den Knochen darunter wurde ein Draht eingesetzt mit Platinplättchen, die das sozusagen den Schlüsselbein herunterziehen. Und es wurde der Knorpel zwischen dem Schlüsselbein und dem anschließenden Gelenk wieder hineingenäht, sodass also die Wunde relativ groß ist, weil das einfach eine größere Operation war. Das heißt, das Schlüsselbein stand nach oben heraus? Ja, das ist klar, weil das keinen Halt mehr hatte, weil ja die Bänder gerissen waren alle. Während des Unfalls haben Sie die Fügung oder den Schutz quasi gespürt, oder? Das habe ich mir nachher gedacht, weil ich zunächst davon überzeugt war, aufgrund der Benommenheit, dass ich irgendwie etwas am Kopf ausgefasst hatte und dann aber gemerkt habe, dass es Gott sei Dank nur an der Schulter ist und eigentlich gesehen habe, dass der Sturz wesentlich dramatischer hätte verlaufen können. Und aufgrund der Tatsache, dass ich zum ersten Mal Helm getragen habe und sofort an diesem einen Tag auf dem Kopf gelandet bin, muss man schon sagen, dass das schon eine Fügung war, dass ich diesen Helm an diesem Tag getragen habe. Ich kann nur jedem raten, Helm zu tragen. Das ist die Lehre für mich daraus. Ich bin ab jetzt wirklich felsenfest davon überzeugt, dass der Helm beim Skifahren absolut Sinn macht. Jetzt könnte man provokant nachfragen, war es jetzt die Fügung, war es der Helm, war es der Schutzengel, war es der Zufall? Der Helm ist sicher das Instrument für die Fügung gewesen. Bleiben wir ein bisschen beim Thema Fügung. Als überzeugter Katholik glauben Sie an die Fügung Gottes. Das steht immer in einer gewissen Spannung mit Zufällen und Ereignissen, die nicht so vorhersehbar sind. Wie erleben Sie diese Spannungen? Ja, wenn man an eine übergeordnete Ordnung glaubt, ja, das, was wir Katholiken ja tun, dann gibt es sozusagen den Bereich der göttlichen Zulassung und aber auch der Erfüllung des göttlichen Willens. Man muss als Politiker, glaube ich, die Demut haben, sich dem göttlichen Willen zu ergeben. Auch mit seiner politischen Tätigkeit muss man versuchen, den göttlichen Willen zu erfüllen. Das wird uns eh nie ganz gelingen. Aber wir müssen versuchen, als Politiker den göttlichen Willen autorisiert vorgetragen durch die Kirche zu erfassen und uns danach zu verhalten. Das muss Leitlinie eines katholischen Politikers sein. Jetzt nochmal weiter nachgefragt, Fügung, Politiker. Wie kam es, dass Sie überhaupt in die Politik eingestiegen sind? Ja, das hat sich bei mir in sehr jungen Jahren ergeben, aus zwei Quellen gespeist. Das eine war, dass ich einen Großonkel hatte, der Gemeindemandatar war, der mich sozusagen ganz sacht auch in die Kommunalpolitik gebracht hat. Aber davor hatte ich bereits eine Tierschutzinitiative, das heißt, als 16-Jähriger hatte ich eine Bürgerinitiative gegründet, die gegen eine große Hühnerfarm aufgetreten ist. In Vorarlberg? Da wollte ein Betreiber eine riesige Hühnerfarm mit über 70.000 Hühnern in Käfigen errichten, was natürlich auch eine furchtbare Geruchsbelästigung war, weil die Emissionen einer derartigen Hühnerfarm sind natürlich entsprechend. Aber natürlich auch der tierschützerische Aspekt hat dort eine Rolle gespielt. Und ich habe dann den Gemeinderat dazu gebracht,
dass er sich in einen Bus setzen musste mit dem Bürgermeister und nach Süddeutschland gefahren ist, in den Großraum Konstanz, wo es bereits einen Bodenhaltungsbetrieb als Musterbetrieb gab. Also Lokalaugenschein mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat. Und der hat daraufhin entschieden, ja, die Farm wird bewilligt, aber nur in Form einer Bodenhaltung. Und damit war natürlich der Tierschutzaspekt erfüllt. Und wie ging es dann weiter, also Kommunalpolitiker? Ich habe dann sehr früh schon in der FPÖ in Vorarlberg begonnen, die Verhältnisse zu ändern. Bin dann relativ jung in den Gemeinderat gewählt worden, habe dann sofort von 1 auf 3 Mandate erhöht. Am Schluss, wie ich dann aus der Gemeinde Meda weggezogen bin, waren es 7 Mandate. Wir waren also damit zweitstärkste Kraft und die SPÖ ist aus dem Gemeinderat überhaupt hinausgeflogen. Es hat also dann nur noch die Liste von mir gegeben und die ÖVP, die den Bürgermeister gestellt hat. Die Entwicklung hat dann dazu geführt, dass ich in weiterer Folge in den Vorarlberger Landtag gekommen bin. Dort wurde ich relativ rasch, aufgrund eines Skiunfalles. Hatte da einen Skiunfall? Ja, Skiunfall hat mich ein bisschen begleitet, schon zu Beginn der Politik. Der damalige Klubobmann Dr. Mader hatte einen schweren Skiunfall. Er ist mit, übrigens auch ohne Helm, in einem Baum gekracht beim Skifahren. Nicht auch ohne Helm, also er war ohne Helm? Ja, er war ohne Helm unterwegs. Was damals ja auch noch üblich war. Es war nicht einmal üblich damals, aber der hatte jedenfalls keinen Helm auf, ist bei der Skiabfahrt in einen Baum gekracht und hatte vorne im Bereich der Stirn eine sehr, sehr schwere Schädelverletzung und war natürlich damit sehr lange außer Gefecht, sodass man einen neuen Klubobmann für die Fraktion brauchte und den habe ich damals übernommen und damit war ich dann Klubobmann und in weiterer Folge bin ich dann in den Nationalrat gewechselt, wo ich auch von Haider auch zum geschäftsführenden Klubobmann gemacht wurde, gleich zu Beginn und von dort weg dann in die niederösterreichische Landesregierung, dann in die Volksanwaltschaft, sage ich dazu, das ist die Tätigkeit gewesen, die mir am meisten Freude gemacht hat. Und dann wieder zurück in den Nationalrat und nunmehr im Europäischen Parlament. Also das ist sozusagen ein sehr, sehr weitreichender politischer Boden. Durch alle Ebenen hindurchgegangen, Kommunal, wahr, ja. Land, Bund und das jetzt ist EU. Wahr, ja. Bleiben wir noch einmal bei... Ja, wenn Sie Land sagen, ich habe ja vergessen, ich war ja auch 2 Jahre lang noch Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung. Das war ja dazwischen auch noch. Wie ich im Jahre 98 nach Niederösterreich übersiedelt bin, musste ich ja dann auch diese dortige FPÖ nach dem Rosenstengel-Skandal sanieren und wurde 1999 bis 2001 auch noch Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung. Welcher Zuständigkeitsbereich? Ich hatte dort alles, was mit Recht zu tun hatte. Das heißt, die ganzen Eröffnungen haben die ÖVP oder die SPÖ-Kollegen gemacht, aber die Bewilligungsverfahren wurden alle bei mir gemacht. Das heißt, es war Wasserrecht, Landesstraßenrecht, Veranstaltungsrecht, Baurecht, also alles, was mit Rechtsgebieten zu tun hatte, war in meinem Ressortbereich, was aber sehr viel für mich an Erfahrung gebracht hat. Das heißt, ich habe sehr, sehr tiefe Einblicke in die Landesverwaltung dadurch bekommen, in die Bewilligungsverfahren bekommen. Ich habe mir die großen Verfahren alle selber angeschaut. Was ich zu unterschreiben hatte, habe ich auch den Akt verlangt, habe mir auch die Akten angeschaut, sodass es eine sehr, sehr lehrreiche Zeit war. Also waren Sie gern mit der ÖVP in dieser Regierung? Es war ja eine Regierungsbeteiligung aufgrund einer Verfassungsbestimmung. In Niederösterreich gilt das sogenannte verfassungsrechtliche Proporz. Ich hatte aber das Glück und das möchte ich ausdrücklich betonen, dass ich von der ersten Minute an mit dem Landeshauptmann Erwin Bröll eine gute Ebene der Zusammenarbeit hatte. Wir haben uns von der ersten Minute an gut verstanden. Und das hat eigentlich angedauert. Ich schätze ihn sehr, ich schätze ihn menschlich, ich schätze ihn persönlich. Er ist ein Mann mit Handschlagqualität und ich habe wirklich sehr gut mit ihm zusammengearbeitet. Gehen wir noch einmal zurück an den Anfang, in die Kindheit und Jugendzeit. Was war denn Ihr Traumjob eigentlich? Was wäre aus Ihnen geworden, wenn es sich nicht so entwickelt hätte, wie es sich nun entwickelt hat? Also das weiß ich nicht. Ich hatte, glaube ich, als Kind keine wirklichen Berufsvorstellungen, sondern man hatte so die Vorstellungen, die man aus den Filmen wie Robin Hood und aus den alten Western von John Wayne übernommen hatte. Man hat also eher darin sein Karriereziel gesehen als kleiner Bub. Aber konkrete Berufsvorstellungen hatte ich eigentlich nicht. Aber es hat mich auch in der Klasse oder auch in meiner weiteren Entwicklung natürlich immer dazu gedrängt, mich nicht unterkriegen zu lassen. Und das ist jemandem gegeben oder es ist ihm nicht gegeben. Und mir ist es eben gegeben gewesen, dafür zu sorgen, dass sozusagen dieses Advokatorische von vornherein auch zur Geltung zu bringen, dass man sich nicht unterkriegen lässt und für Positionen kämpft.